So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Burn gegen Reanimator. Eins der klassischsten Matchups. Jo. Und historisch sehr schlecht für Burn. Jetzt muss man dabei sagen, genau, Grizzlebrand. Jetzt muss man dabei sagen, Grizzlebrand wird eigentlich fast nicht mehr gespielt. Ein, zwei Mal nur noch, ne? Teilweise gar nicht mehr. Teilweise gar nicht mehr. Uff. Also je nach Liste, vielleicht ein, zwei oder halt null. Und dafür hast du halt einen Atraxa. Ja. Die halt Lifelink hat. Die hat aber nur 6-6, dementsprechend ist die Boltbar. Ja, doppelt. Und sie zieht halt keine wirklichen Karten in dem Sinne, dass sie halt irgendwie 14 Karten dafür zieht oder so. Ja, das stimmt. Dementsprechend ziemlich spannend, was sie da getan hat. Plus, wir sehen hier auf der linken Seite einen Mono-Black-Reanimator. Was, glaube ich, also ich glaube, es ist Mono-Black. Es kann auch sein, dass es BR ist, aber ich meine, es wäre Mono-Black. Mhm. Und ja. Ach, das sind die Herr der Ringe Swamps. Ja, doch, ich wollte gerade sagen, was. Das sah aus wie eine Ebene. Ja, yeah. Nee, das ist ein Herr der Ringe Swamp. Ich glaube mal hoch. Ja, oder so. Ist da drauf. Wahrscheinlich, ja. Ja, Double Fetch, Double Abheben. Yay! Und ja, dann gibt's einen Suspend Bolt mit Go. Boah, da will man eigentlich lieber einen Switch Troll. Weil das kommt halt dazu. So ein Troll, Reanimate auf den Troll, hau mir selber 6 ins Gesicht, ist eigentlich nicht geil. Das kannst du nicht bringen. Und deswegen sage ich, historisch gesehen ist Reanimating Burn immer sehr vorteilhaft für Reanimator gewesen. Aber ich glaube, jetzt in letzter Zeit, also es ist immer noch kein geiles Matchup, aber ich glaube, es hat sich tatsächlich gebessert. Also wenn der jetzt einen Reanimate auf den Troll macht, hat er sich eigentlich schon so dermaßen selber ins Gesicht geschlagen, dass Burn nur noch... Ja, 13 Leben kriegst du halt in 3 Runden easy hin. Burn ist halt das Problem. Du bist in Burn klassisch ja nicht auf dem Punkt. Ja, okay, ein Anime. Eine Axiom geht. Ja. Du bist ja bei Burn eigentlich nie so gewesen, dass du die Burn-Spells nur ins Gesicht haust und dann gewinnst. Du willst halt eine Kreatur haben, drunter haben. Ja, die nebenbei Schaden macht und du räumst alles, was aus dem Weg was blocken könnte. 3 auf den Troll. Das spannend. Nochmal ein Bolt auf den Troll. Ja, ich habe auch kein weiteres Land gesehen. Go. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ein One-Lander mit Burn würde ich nie halten. Das ist wirklich schwierig. Weil selbst wenn du den Rest voller Bolts hast, machst du halt Turn 6, 18 Schaden. Das hat nichts. Was passiert denn da? Shelly? Oh. Grief. Ja. Der ist boltbar. Ja, da ist ein Lava Spike, der ist egal. Price of Progress ist auch egal. Da ist hier Molten irgendwas, das ist auch nicht so wichtig. Ein Fire Blast. Molten Collapse. Ja. Fire Blast. Ein Screw the Critics und ein Eidolon. Und ja, genau. Ja. Hätte ich wahrscheinlich sogar den Screwer eher genommen. Der kann auch Kreaturen schießen, ne? Genau, der kann auch Kreaturen schießen, aber halt für 3 Mana. Man muss irgendwie Damage dafür machen. Mhm. Ja, Wasteland ist total egal. Du musst eigentlich... Ja, das Molten Collapse eigentlich, oder nicht? Ja. Theoretisch ja. Molten Collapse oder das Eidolon halt, damit irgendwie was vorwärts geht. Ich hätte das Eidolon nicht gespielt. Das tut halt jetzt weh. Und man hat jetzt einfach das Race, ist man schon hinten dran. Und das Eidolon macht's halt nicht besser. Du kannst es nicht blocken. Genau. Das ist ein Reanimate, das soll man auf keinen Fall spielen. Ein Reanimate, was zusätzlich noch 2 Schaden macht, nimmt Burn. Mhm. Erfahrungsgemäß. 2 Mana. Dann. Collective Brutality. Ach du Scheiße. Ja, klar. Wir sind in 2024. Ja, die Karte war mal teuer. Ja, die Karte war mal gut. Jo. Als Kosten wird eine Atraxa abgeworfen. Das heißt, man macht wahrscheinlich den Life Drain plus die -2/-2? Wahrscheinlich, ja. Und das andere war ja ein... Life Drain, -2/-2. Und das andere war ein Raven's Crime oder so. Nee, nicht ein Raven's Crime, Duress, glaube ich. Ja, irgendwas in der Richtung, glaube ich auch, aber das bringt nicht so viel. Genau, dann verlierst du 2 Leben. Ich krieg 2 Leben, aber... Nee. Nee, man nimmt tatsächlich die Handkarten. Was will man denn weghaben? Das Molten Collapse. Molten Collapse, okay. Klar, ich glaube, damit kannst du verhindern, dass du Leben kriegst. Atraxa Leben gemacht, ja. Oh, Reanimate Atraxa. Atraxa natürlich hier sehr, sehr stark mit Lifelink.
Wachsamkeit, ja, und zieht jetzt ein paar Karten. Aber meiner Meinung nach in diesem Slot immer noch nicht so vernichten wie ein Grisselbrand. Das ist halt einfach irgendwie Fakt. In dem Matchup? Ja. Hä? Ist ja das ein Cast-Effekt? Nee, das ist ein Enter the Battlefield-Effekt. Da wurde einfach nur gesagt, kommt die, und man hat halt überlegt, ob auf den Trigger irgendwas reagiert. Ach so, weil da hinten wurde nämlich schon eine Karte gezogen. Ja, ja, es ist little miscommunication, das passiert. Ja. Und ja. 8, 9, 10. 10 Karten ist halt auch eine Zahl, oder? Ja, ein Enchantment. Entomb Exium. Entomb Exium. Kann man nehmen. Ja. Da wird sogar Reanimate ist kein Instant. Nee, aber er Exium auch nicht. Deswegen, es wird schon sehr schön aufgeteilt. Ja, man nimmt schon die beiden, die man auf jeden Fall nehmen muss. Bei den Kreaturen wahrscheinlich einen Droll nehmen. Ja, die Atraxa ist ja legendary. Du kannst eigentlich das Entomb. Ja, Entomb und ein Exium. Ja. Ja. Und der Rest geht in beliebiger Reihenfolge drunter. Wird noch gemischt, darf man noch abheben, wenn man möchte. Und dann gib ihm. Boah, die nächste Runde wird ekelhaft. Ja, 10 Leben ist aber auch irgendwie schlagbar. Gerade mit Fireblast in der Hand. Oh, Eidolon. Und kein Land. Ja. In der nächste Runde angreift. Man hätte halt wirklich nur ein Bolt gebraucht. Das war halt super risky. Weil Bolt, Screw the Critics, Fireblast ist halt Liefe. Deswegen, also wer jetzt hier ein Bolt von den Top bekommt, wäre jetzt schon Ende. Deswegen, also Burn ist hier wirklich in einer eigentlich ganz guten Situation, wo man natürlich sagen muss, jetzt wird es natürlich echt schwieriger. Jetzt kriegt man erstmal Leben wie Heu. Auf der anderen Seite, wenn der Reanimator irgendwas machen will, zwackt er sich allein schon für Entomb und Exium zusätzlich noch 4 Schaden. Ja, man geht dafür. Das Eidolon. Ja, Trigger. Vermutlich geht man jetzt auf den Archon. Der gibt einem 3 Leben ja wieder. Stimmt, ja, dann kannst du den Archon nehmen. Der Gegner muss noch eine. Der Gegner, dann bist du das Eidolon los und der Gegner muss noch eine Handkarte abwerfen. Also das Spiel ist eigentlich gelaufen. Ja, wobei das Press kannst du ja eh wegwerfen. Das macht ja eh nichts. Ja. Und dann kriegt er mal 2 Damage dadurch. Geht er auf 13. Ah, dann geht er wieder auch auf 16. Ja, nee, das ist. Der kriegt ja 3 Leben. Schwierig. Oh, da kommt ein Eidolon. Stimmt, Exium holt ein Eidolon wieder. Ja. Dann wird auch eine Handkarte abgeworfen. Wahrscheinlich ist Price of Progress. Ja. Aber angreifen kann man auch nicht mehr. Naja, das ist um. Und dann. Auf 3 Leben, ja. Ja, und dann bist du nächste Runde. Nee, das ist um. Ich wüsste jetzt nicht, welche Kartenkombination 16 Damage machen würde, 3er Kartenkombination. Und die Prices sind halt echt bad. Lol, gib noch 1. Macht man hier maximal 4 Damage, aber man kann sich auch gegenseitig Price. Okay, man nimmt auch 4 Damage. Man hätte auch Wasteland drauf spielen können. Ja. Und dann nochmal für 4. Gib man runter auf 8. Und dann ist rum. Jo. Ja, Sideboard ist bei Burn wahrscheinlich Leyland of the Void, Surgical Extraction, eine von beiden. Ja. Und dann vermutlich irgendwie noch so ein Sangbridge. Mal gucken. An dieser Stelle ein bisschen Werbung. Vielen Dank an meine Patrons. Man sieht hier Patrons und YouTube-Memberships hier wunderschön auf dem Bildschirm. Vielen, vielen Dank für eure monatliche Spende. Wenn ihr auch irgendwie denkt, ihr könnt mich da irgendwie unterstützen finanziell, dann könnt ihr mal schauen, ab 3 Euro könnt ihr mich monatlich unterstützen. Dann gehen wir in Match 2. Burn fängt an. Reanimator könnte hier jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Removal. Weiße Leylines wären stark, aber ich glaube, es ist eher einfach Fatal Push und sowas in dieser Richtung. Ja, wenn es die gibt, ansonsten halt bist du eher schon gut aufgestellt. Ja, so ein Leyline killt das Deck halt hart. Das ist halt echt übel. Ja, das ist das einzige Problem. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie gut Mono Black Reanimator um die Leyline rumspielen kann. Gar nicht. Aber hier ist auch gar keine zu sehen. Das ist richtig. Man hat der Start ist gut. Ja, das ist ein guter Start. Da macht man schon mal 2 Damage. Daytona macht jetzt irgendwie Sumpf, Fetch, Trollcycle, also nichts.
Nee. Man kann selber irgendwie Follow-upen mit Beat. Da war auf jeden Fall schon mal ein Bolt. Vielleicht ist noch ein Swift-Speed dabei. Das heißt, nächste Runde kämen auf jeden Fall schon mal 7. Dann wären wir schon mal auf... Damit gegriffen. Da ist Bolt. Die Price of Progress sind noch drin. Hätte ich rausgelassen. Auf jeden Fall. Die wahrscheinlich nur, weil man Wasteland gesehen hat. Und Wasteland ist ein Null im Price of Progress. Ja, genau. Man kann das Wasteland einfach aktivieren. Also... Price of Progress muss in diesem Match auf jeden Fall raus. Das ist ein Cage. Oh, Cage ist natürlich gut. Nee, hey, Tom's Crypt. Tom's Crypt. Oh. Ja, dann Hauptmann für 2, was anderes kann man ja schlecht machen. Tom's Crypt ist schon mal ganz gut. Das ist ein Unmade-Dead. Das ist eklig. Ja, da wird gut schon mal der ganze Wind aus den Segeln. Fetch raus. Ja, auf der anderen Seite hat Bernie auch null Follow-up. Wirklich null Follow-up. Also wie gesagt, das Price, wenn das eine gute Karte gewesen wäre, dann wäre es nice gewesen. Aber so schwierig. Ach, das Price hätte halt nur irgendwas mit Beinen sein müssen. Ja. Ja, man glaubt, es ist ein Schwarz-Rot-Reanimator. Oh. Ja, vielleicht Rot vielleicht nur als Sideboard. Das ist möglich, ja. Da wird sich umentschieden. Also man könnte fast davon ausgehen, dass nur rote Blast oder so im Sideboard sind. Plus vielleicht Artefakt Removal. Und dann dafür 2 Badlands. Irgendwie so was. Ja. Ah, da cyclen wir mal den Troll. Macht halt so nicht viel. Also es passiert halt echt nicht so viel. Auf der anderen Seite wird jetzt hundertprozentig jetzt gleich versucht, Animate zu detten. Weil das machen ja viele Leute falsch. Viele Leute sagen jetzt, oh nein, Torment's Crypt, ich muss jetzt die Karte finden, um Torment's Crypt herumzuspielen. Dadurch, dass Torment's Crypt eben geopfert wird, kann man jetzt halt auch easy peasy einfach Animate Dead spielen. Jupp. Und der Gegner wird sie cracken. Und das ist halt so, so gut. Da hätte ich aber erst, obwohl, ja okay, wenn man das Land brauchte, stellt sich die Frage nicht, aber ich glaube, dann hätte ich mit dem Troll gewartet. Ja, man kann so Tricks machen wie mit Exium. Ja, da fliegt Reanimate, das nimmt das Thomas raus. Jo. Damit Go wahrscheinlich, ja. Der Frio ins Gesicht. Klar. Sehr aggressiv. Wenn jetzt ein Screw oder Critics gezogen wird, macht man halt nicht so. Ha, wobei, haben keine für 3 Mana Hartkassen. Da ist ein Swift Spear gewesen. Das beißt sich jetzt auch schön mit der Aktion. Ja. Zeigt sich halt wieder, dass man nicht einfach random Spells um ihn schießen muss. Ja, das Problem ist halt wirklich bei Burn, dass du jeden verpassten Punkt Damage merkst. Spürst, genau. Also Burn, manche Leute denken ja wirklich, Burn ist stumpf. Aber Burn ist tatsächlich absolut nicht stumpf. Burn ist ein Deck, wo du versuchst, in minimaler Zeit den Damage so hart zu maximieren, wie du kannst. Und sowas wie, ich spiele dir in der ersten Runde einen Bolt ins Gesicht, kann dir am Ende des Spiels kosten, weil dir 1-2 Punkte Damage fehlen. Und dann wird wieder gemeckert so, der Gegner macht so viel krassen Stuff und eigentlich hast du nur dein Deck nicht richtig gespielt. Ja. Und das ist halt genau der Punkt, was super interessant ist bei Burn, weil es halt ganz, ganz oft ganz anders gesehen wird. Also wir hatten ja schon viele Burn-Spieler bei uns in der Community und davon haben wenige auf ein hohes Niveau bei Burn geschafft. Aber wir haben welche, die es geschafft haben. Ja. Also ist auch keine Frage. So. Yo, Atraxa. Atraxa für 0 Schaden und einen fetten Blocker. Macht keinen Spaß. 9, 10. Gebe ihm. Oh, das ist schon unangenehm. Das ist ein Land. Das ist ein Instant, das ist ein Artefakt. Das ist ein Instant, das ist ein Sorcery. Da kommt noch... Oh. Ja, das ist so plus X. Oh, das ist richtig unangenehm. Und ein Grief. Oh. Ja. Naja, man kann jetzt hier Petal, Darkrit, okay, nennt man das? Nimmt man hier das Axiom? Ich hätte. Also ist halt die Frage, was auf der Hand. Axiom. Oh, kein Axiom. Kein Axiom, okay. Ich hätte jetzt gesagt, man einfach Axiom macht, einfach den Loot noch daneben. Ich hätte halt überlegt, noch die Collective Brutality zu nehmen, um irgendwas von der Hand wegzukriegen. Das hat er auch gemacht, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch den Archon genommen und nicht das Grief.
Ist halt die Frage, vielleicht hat er schon einen Archon auf der Hand. Ich konnte die Hand jetzt nicht wirklich sehen. Sehen wir ja im Zweifelsfall noch. Ja, aber hier sagt man Go. Also es sah zumindest so aus. Mit die Handbewegungen sagten sehr, sehr viel Go. Ja, voll, aber... Aber Communication ist ja was anderes. Ah, hier wird ein Turn discarded. Okay. Man hat noch den dicken Dude, der aus der Dusche kommt, auf der Hand. Mm. Da hätte man den aber auch für den Paddle und dann cyclen können. Oder man hätte das Paddle einfach casten können. Ja, oder das. Okay, so hat man den in den Friedhof bekommen, ne? 6-7. Mhm. Mit Lifelink. Das, eklig. Ekelhaft, ja. So, da wird ein Riftbolt suspended. Das passt, macht nicht viel. Nee. Aber da jetzt ist halt dieser Hit von Lifelink. Das ist halt ganz oft so, dass man halt als Burn-Spieler immer aggressiv weitergehen kann, bis der erste, spätestens der zweite Hit Lifelink gekommen ist. Ja. Das war ja auch die Sache, weswegen Better Skull so problematisch für Burn ist, weil ja. Du kriegst einen Hit damit und der Gegner macht 5 Leben gut und dann sind bei dir 2 Spells oder ein Spell und ein Angriff. Ja. Grief, Pitch Grief, dann wird das gespielt, das ist okay. Dann gibt es noch Fetchen. Mhm. Wahrscheinlich auf dem Base. Ja, safe. Aber sonst. Ja, triggert man den noch. Das macht halt nicht so viel, ehrlich gesagt. Nee. Aber man denkt dran, das ist ganz nett. Und jetzt Entum. Jo. Noch ein Animate Dead für den Archon. Ja, Archon. Ja, das ist halt schon rum. Das ist jetzt schon vorbei. Du machst jetzt 3 Leben gut. Dann ist der andere bei 10. Du bist bei 17. Ja. Dann greifst du noch an. Ja, angegriffen wurde schon. Ach, angegriffen. Ja, okay, stimmt. Ja, angegriffen wurde schon. Noch 10 zu 17. 10. Ja. Ist auf der anderen Seite. Ja, ist genau. Ist auf der anderen Seite. Damit eine Kreatur geopfert. Ja. Dann gibt man den Zug und dann kommt doch der Riftbolt für 3. Trigger. Ich bin gespannt, was man noch sucht. Aber ich wüsste jetzt nichts. Das ist eigentlich ein 2-0 Reanimate. Jo. Ja, Land 2-0 Reanimate. Ja, klassisch. Aber man merkt tatsächlich, Reanimates werden nicht so viel gespielt. Eher Animate Dead und Axioms in dem Matchup. Weil das ist einfach zu gut sonst. Sonst zu viel Damage. Und ja, das war ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.